Hallo und herzlich willkommen zu unserer FIFA 16 Spieltagsprognose vom 9. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga. Wir spielen das Samstagsspiel 1. FC Union Berlin gegen den MSV Duisburg und mit den Duisburgern zu Gast. Bei der Union ist der Daniel. Hallöchen. Ja, servus. So, dann wollen wir mal gucken, was wir reisen können. Ganz kurz noch der Hinweis, wir spielen mit FIFA 16 und das können wir auch grundsätzlich eigentlich allen Leuten empfehlen, weil das Spiel ist, also bisher zumindest, relativ gut gelungen. Das ist jetzt mein Eindruck vom ersten Tag, wo das Spiel jetzt draußen ist. Ihr findet das Spiel unten in der Videobeschreibung natürlich für jede Konsole, wobei dazu gesagt sein muss, was war das denn? Wobei dazu gesagt sein muss, dass FIFA 16 auf den alten Konsolen nur in stark abgespeckter Version zu bekommen ist. Also wer das volle Spielerlebnis haben will, der sollte dann zu der PC-Version oder halt auch zur PlayStation 4 oder Xbox One-Version zugreifen. Gut, so viel dazu. Hallo Daniel. Ja, servus. Schön. So, was können wir erwarten von dem Spiel? Also ich sag's, wie es ist. Ich glaube nicht, dass Duisburg gewinnt. Als letzter aktuell in der Tabelle der zweiten Liga? Nö. Nee. Hm. Womit echt schlechten Spielen. Ja, das ist... Also, die haben ja diesen relativ smarten Durchlauf gehabt. Von der vierten, glaube ich, von der Regionalliga zurück in die zweite. Aber ja, ich sag mal so, das ging dann anscheinend ein bisschen zu schnell. Bäh. Gehört doch. Ja, nee, war super. Die Passsicherheit ist zu spüren bei dir. Ey, ich bin ein top motivierter Verein. Ein top motivierten Spieler. Das kann ich nur so sagen. Wie gesagt, nichts gegen den MSV. Ich freue mich, dass sie endlich wieder im Profifußball sind, aber die präsentieren sich echt scheiße. Aber auch dritte Liga ist Profifußball und da werden sie, so vermute ich, zumindest nächste Saison wieder treffen. Ja. Das ist Wahnsinn, was hier nicht gepfiffen wird. Ja doch, er hat's ja anerkannt. Schade. Jetzt gibt's noch schön die gelbe. Mein Karte. Ja, es war auf jeden Fall nicht so schlimm, dass man hinten reingegangen bin, dass es rot fertig ist. Ach ja. Ach, Timmy. Kannst froh sein, dass du noch auf dem Platz stehst. Guck dir das an hier. Und der dreht sich um 360 Grad. Yo, ey. Muss ich fast einen Breakdancer machen. So. Ah, anständig. Wenn schon, denke ich, dann machen wir es richtig. So. Toll. Stehen aber auch scheiße für die Annahme der Kopfbälle. Ah, Freistoß. Na, haben wir wieder auf die Sitten gedreht, ne? Also so wie ich das gesehen habe, habe ich hier den Ball tatsächlich gespielt, weil der hat die Richtung geändert. Shit, das war mein Fuß. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Super, dass ich den nicht gesehen habe, wie er angelaufen kam. Boah, Alter. Überragende Fehlpassquote. Ja, hör mir auf. Das ist... Alter! Das kannst du ja keinem erzählen, was hier stattfindet. Kannst du ja keinem antun. Wo soll denn der hin? Ja, den hat er durchgelassen. Das... annehmen. Gott, ey, das ist ja nicht mal Zweitliganiveau. Ich habe jetzt die Konferenz gerade auch am letzten Spieltag gesehen und die spielen gut. Die sind weit weg von dem, was wir hier machen, muss ich zugeben. Auch geil ist, dass der Torhüter im... Sehr gut. Dass der Torhüter im Antritt schneller ist als mein Stürmer. Soll's ja geben, ne? Echt? Ja, immer auf den Torhüter. Immer direkt auf den Torhüter. Was ist denn da los? Ja, ein überragend gutes erster Halbzeit. Also... Ja, das ist zum Abgewöhnen. Aber was nach wie vor auch einfach nicht hübsch aussieht, ist die Umgebung in den kleinen Stadien.
Ja, Das das ist. Schlimme ist, es ist immer noch derselbe Name und derselbe Stadion wie bei 15. Hätten ja immer was anderes machen können. Es sieht so schlecht aus. Das soll ich da doch gar nicht sehen. Naja, Oh, zumindest das musste war der nicht auf Torhüter den. sich mal werfen. Das war nicht auf den Torhüter. Ja. Und zweitens, du hast gerade mal einen Schuss aufs Tor. Okay, Ups. alle springen vorbei. Man kann es jetzt nicht sehen, aber ich komme aus dem Kopfschütteln gar nicht raus. Hast auch deine Nackenmuskulatur auf. Mega bescheiden, ey. Mega bescheiden. Problem ist, ich kann ja gar nicht rennen. Das ist ja ein Witz. Die Spieler sind echt so langsam. Das heißt, ich kann in die Tiefe spielen. Mein Torhüter hat Arme. Ja, das ist das Problem. Boah, Alter. Ey, mal ganz ehrlich. Habe ich auch einen Abwehrspieler? Habe ich einen Stürmer? Der ist gestrichen worden aus der Italiste. So, Ey, wir das haben doch. Spiel Was heißt hier, das Spiel ist schlecht? Wir haben doch schon. nicht. Du meinst unser Match oder was? Ja. Ja, das ist. Ich meine jetzt nicht 60, ich meine dieses Spiel, dieses FCU gegen MSV. Ja, das ist mega bescheiden. Das ist alles diese, aber wir Aber geheben uns. zu unserer Verteidigung, wir müssen auch einfach erstmal reinkommen. Aber das Dumme ist natürlich, ja, ich befürchte auch, dass der komplette erste Spieltag, den wir mit diesem Spiel machen, mit nur Nullen Schlecht. ausgeht hier. Also es gibt einen Glückstreffer. Oder einen Elfmeter. Oh. Nein, siehst du nicht mal für Glückstreffer bist du zu haben. Super. Sagst du? Also vorhin war das noch ein hoher Pass in den Lauf. Ja, vorhin. Oh, Ah, sehr Eigentor. gut, sehr gut. Oder ein Eigentor. Das erinnert mich fast an den letzten Spieltag, wo ich hier Paulsen angeschossen habe. Und das Ach, Ding das ist ist ein auch rein. Arsch. Das ist einfach meine Taktik. Ich gehe einfach so weit zum Tor, bis jemand dorthin rennt und dann schieße ich ihn an. Da Und du hättest wieder einen Torhüter getroffen. mache ich nichts verkehrt. Aber das Tor wird wenigstens Bobby Wood zugeschrieben. Das ist schon mal gut. Das heißt, du musst nicht mit der Blamage eines Eigentors leben. Beruhigt dich das? Hat der Bestimmt. auch noch? Nee. Das beruhigt mich das nicht. Super. Ach, klasse. Ach, toll. Bist mit Ball schneller als ich ohne. Boah, mit den Schätzchen. Wie geil, indirektes Passspiel. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Mann, mach ich nochmal wieder schön im Pressing. Kein torloses Spiel. Und Nee. du kannst zumindest nicht behaupten, dass du nicht mitgeschossen hättest an dem Tor. Das ist also, ich vermute eine fast aktive Beteiligung von dir. Macht das nicht sehr lustig, ja? Ja, doch, schon ein bisschen. Komm mit dran. Dass das erste Tor so ein Krepeltor wird, das war eigentlich schon klar. Die Frage war nur, wer es schießt. Ja. Gut, dann sage ich mal herzlichen Dank fürs Reinschalten, herzlichen Dank fürs Mitspielen, Daniel. Ja, sehr Ganz gerne. kurz am Ende noch Tipp von dir, wie geht das richtige Spiel aus?
Ja, für Union auf jeden Fall auch. Ich sag Braucht das mal so 3 zu 1. 2-0. Ich sag 2-0. Gut, dann sind wir auch unserer Prognose alles schuldig gewesen und das, ja, war's das. Dann sehen wir uns beim kommenden Spieltag wieder. Bis dahin. Tschüssikowski. Tschüssikowski.